Beek. Herr van Beek hat in Bremen einen Esoterikladen. Unser nächster Studiogast, der hat in Hannover einen Laden für unter anderem Esoterik-Geschädigte. Hilke Neuss stellt ihn vor. Wer am hannoverschen Hauptbahnhof in den Untergrund geht, findet, versteckt zwischen Sonnenbrillen und Zeitschriften, das Come-In, eine Beratungsstelle für Psychoprobleme, für Sucht-, Sekten- und Weltanschauungsfragen. Hierher kommen Menschen, die Probleme haben. Bei Matthias Sesselmann finden Sie immer ein offenes Ohr. Der 41-Jährige hat selbst ein bewegtes Leben hinter sich und bezeichnet sich als Buchautor, Berufsjugendlicher, Apo-Opa und Jesus-Freak. Nach mehr oder weniger wilden Jahren als Mitglied der Roten Zellen, als Hippie und Drogenkonsument, fand er 1972 seinen inneren Frieden durch den Glauben an Jesus. Seitdem versucht er, diesen persönlich erlebten Glauben umzusetzen, um anderen Menschen zu helfen. Heute ist Matthias Sesselmann Dienstältester im Come-In-Team, zu dem 12 ehrenamtliche Mitarbeiter gehören. Der Laden in Hannovers Passerelle ist ganze 2,4 Quadratmeter groß. Der Erlös aus den verkauften Büchern reicht aus, um Miete und Strom zu bezahlen. Wer bei ihm Hilfe sucht, findet in Matthias Sesselmann jemanden, der selbst große Probleme hatte, sie aber bewältigen konnte. So kann er anderen Menschen Mut machen. Er spricht ihre Sprache, hat viel Verständnis für sie und vor allem Zeit, mit ihnen zu diskutieren. Nochmal zum Riechen. Sie schnuppern jeden Tag den Staub der Straße. Was genau machen Sie da unten im Bauch von Hannover mit den Gestrandeten? Ja, wir sind da, wir sind Ansprechpartner für jeden, der reinkommt. Und es sind sehr viele Leute aus den verschiedensten Schattierungen da. Drogen, psychische Probleme, Esoterikprobleme, allgemeine Lebensproblematiken. Was machen Sie mit denen? Ja, und es spricht sich so ein wenig rum. Wir sind dort unten Christen, die jedem zuhören, die gern helfen wollen, die inneren Frieden geben wollen. Und es sind immer so drei Stühle da, da können also immer zwei kommen und sich hinsetzen. Und es kommt auch immer jemand rein. Wenn jemand geht, kommt der Nächste. Wir reden dann oder hören überhaupt erst einmal zu. Ich stelle mir das sehr niederschmetternd vor, weil wahrscheinlich ist es doch so, Sie reden, Sie hören zu, Sie geben. Und ein paar Stunden später finden Sie denjenigen, mit dem Sie da geredet haben, wahrscheinlich öfter mal betrunken in der Ecke liegend. Was machen Sie mit dieser Enttäuschung? Das ist richtig. Das Problem sagen viele Leute aus der Drogenszene. Sie sagen, die Szene ist viel härter geworden als früher. Und das wissen die Betroffenen oft selbst. Und gerade deswegen ist es gut, dass Leute da sind. Wir sind natürlich auch manchmal traurig, dass das nicht so recht weitergeht mit Einzelnen. Aber wir versuchen eben wenigen Einzelnen zu helfen, die wirklich wollen. Ich kann dazu noch mal sagen, von meinem eigenen Background, ich nahm Drogen, als ich dann Probleme bekam, nahm ich mehr Drogen und kriegte dann natürlich ganz entschiedene Probleme damals. Das ist nur schon sehr, sehr lange her. In der Zeit von 68 bis 72 spielte sich das damals ab. Ich hatte dann Unruhezustände, fühlte mich verzweifelt, sinnlos. Es ging mir sehr schlecht, auch durch Meditationen, mit denen ich mich beschäftigt hatte, und psychedelischen Drogen. Ja, dann das heißt also, Sie haben sehr viel Verständnis für die Situation derjenigen, die zu Ihnen kommen. Aber trotzdem nochmal die Frage, was machen Sie mit den vielen Enttäuschungen, die Sie da erleben? Ja, ich sagte ja, ich wurde Christ und bekam plötzlich neue Kraft. Wenn man keine Kraft hat, kann man Enttäuschung überhaupt nicht wegstecken. Dann wird man sicherlich niemandem helfen. Ich musste ja überhaupt erstmal selber aus dem Unruhezustand rauskommen. Und das passierte eben dadurch, dass ich einmal das Neue Testament fand. Und ich hielt früher nicht viel von der Bibel. Und dann haben mich die Geschichten über Jesus Christus enorm begeistert. Und während ich im Neuen Testament las, über Jesus Christus las, kam schon ein langsamer Frieden an. Ich bekam bereits etwas inneren Frieden und konnte dann eben eines Tages wirklich glauben, dass Jesus Christus eben der Sohn Gottes ist, also der wirklich gelebt hat und den Menschen erlöst hat. Und da begann es, dass ich Kraft hatte, um anderen zu helfen. Nun stelle ich mir die Arbeit so, gerade auch wie sie in dem Film geschildert wurde, vor als ein einziges Geben. Sie geben, geben, geben. Geben Ihnen die Menschen, mit denen Sie sprechen, auch was zurück? Ja, ist natürlich immer sehr erfreulich, wenn dann irgendwann jemand kommt und sagt, jetzt habe ich das begriffen, jetzt habe ich den Absprung geschafft. Und wir haben dann so Treffen, wo die Leute dazukommen können. Das sind aber wahrscheinlich die wenigsten, die dann nachher sagen, das sind ein paar. Aber es sind über die vielen Jahre doch eine ganze Reihe hängen geblieben. Was können Sie am meisten für Ihre Arbeit da unten in der Passerelle gebrauchen? Ja, es können sich Leute ruhig mal informieren, sich das Ganze angucken. Manchmal
kommen auch andere Gleichgesinnte vorbei, die helfen einfach mal spontan mit, wenn die merken, der Laden ist voll. Darüber freuen wir uns auch. Und was wünschen Sie sich am meisten auch für die Zukunft in diesem? Wir wünschen uns im Grunde, dass wir mehr durchdringen. Wir hoffen, dass mehr Leute auch den Mut finden, mal hineinzukommen in den alles Laden. Alles klar. Vielen Dank, Herr Sesselmann. Das wünschen wir Ihnen auch. Wir drücken Ihnen die Daumen, dass das alles gut wird. Vielen Dank. Weiter geht's mit Musik und zwar von der original niedersächsischen Gruppe Zanzelgret. Was hat es denn mit diesem Namen Zanzelgret auf sich? Zanzelgret heißt Hexe. Das ist ein wendischer Begriff bei uns. Die Sprache ist ja schon fast ausgestorben, aber so ein paar Worte aus der wendischen Sprache haben sich noch erhalten. Und was hat das mit Ihrer Musik zu tun? Wir wollen die Leute bezaubern, verhexen mit unserer Musik ab und an. Und immer öfter gelingt uns das ja auch. Schauen wir mal, ob das jetzt auch klappt. Sagen Sie noch